10 Rennen hat es gedauert, bis wir den ersten Sieg eingefahren haben. 25 Punkte auf dem Konto. Könnte man meinen. Aber das letzte Rennen hat sich irgendwie wie ein Sieg angefühlt. Es war, wie ich finde, einfach das beste Rennen der Saison. Auch wenn es nur ganz, ganz wenig Zähler gab. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2018. Es geht wieder sofort. Haben wir das auch mal gesehen? Session starten. Ich werde dann wieder zwischen Training und Qualifying nachschauen, ob das geht. Ich frage mich gerade, habe ich andere Teile angeordnet? Ich meine, nein, nach dem Rennen war ich sowas von begeistert mit dem Rennen, vom Rennen, dass ich nicht die Teile umgebaut habe, ne? Ja, ist noch überall die neuesten drin. Okay. Nein. Ja. Können wir noch machen. 64, ja. Das definitiv nein. Das geht auf jeden Fall noch. Ah, ist grenzwertig. Wobei ist der Energiespeicher? Das ist der Energiespeicher. Können wir machen. Turbolader ist wirklich schon wieder grenzwertig. Ich mach's mal noch in T1. Und du kommst rein. Gut, das Getriebe ist ja neu, da müssen wir gar nicht groß schauen. Und die Nachrichten, bin mal aufs Wetter gespannt. Beste Platzierung, steht noch gar nichts. Verbleibende Rennen 2. Das ist noch aktuell. Ein sehr nasses Rennen. Bin ich einmal gespannt. Fast komplett nass. Am Ende wird es nochmal trocken. Wir hatten noch kein komplett nasses Rennen. Oh, oh, oh. Ui. Da geht es aber bunt zu. Ich wollte euch... hallo miteinander. Ich wollte euch ein Update zu unserem geschätzten... Was? Unserem geschätzten... Leistungsfortschritt. Der geschätzte, ja, wir machen kaum Fortschritt, deswegen ist er geschätzt. Gegen unsere stärksten Rivalen geben. Wir können es nochmal kurz anschauen. Und zwar in Gänze. Hier hinter Force India. Gut, dann haben wir alles angeguckt, was soweit so geht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Strecke. Ein sehr nasses Rennen. Na, ich bin mal gespannt. Willkommen am weltberühmten Hockenheimring, wo wir heute Regenmäntel und Gummistiefel brauchen werden. Diese 4,5 Kilometer lange Strecke hat Tradition und war Schauplatz vieler ganz besonderer Rennen. Wir rechnen damit, dass es in den nächsten Minuten losgeht. Das ist stark Regen. Und ich sag dir was, Stefan Römer, ich denke, dass einige der Fahrer heute sehr angespannt in ihren Autos sitzen werden, da wir für die heutige Session keine freundlichen Verhältnisse erwarten können. Naja, vielleicht während man in der Garage in seinem Auto wartet. Da wünscht man sich natürlich am ehesten einen feinen, trockenen Kurs. Aber sobald man auf die Strecke gelassen wird, vergisst man sein angespanntes Nervenkostüm sofort. Es ist für die Fahrer wichtig, nicht allzu verkrampft im Cockpit zu sitzen. Das kostet einen höchstens Rundenzeit oder schlimmer, verursacht gar einen Ausritt in die Barrikaden. Stark Regen, ja. Ob es auch Zeit ist für die blauen Reifen? Es wird ja auch zu Rennen beginnen. Stark nass sein. Ich überlege gerade. Für den Fall der Fälle will ich eigentlich so viele Regenreifen wie möglich mitnehmen, aber mal kurz rausfahren werde ich die Streckenakklimatisierung. Fahre ich auf diesen Irgendwann Reifen. Vor dem Qualifying sollten wir unser Streckenakklimatisierungsprogramm abschließen. Das wird uns dabei helfen, komplizierte Stellen auf der Strecke ausfindig zu machen. Und zumindest mal kurz auf Inters fahren, kann auch nicht schaden. Oh Gott, T2 auch nass.
Und T3 auch, toll. das ärgert mich. Warum? Ja, weil wir einen Reifenmangel haben. Das ist auch beknackt an der echten Formel 1. Selbst wenn ich hier fahren will, das will ich, aber ich muss halt zusehen, meine Reifen zusammenzubehalten. Da wir die nun mal für das Rennen auch brauchen. Die Reifenanzahl ist viel zu knapp bemessen, das ist sowas von scheiße. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Ich fahre, glaube ich, zwei Programme auf den blauen. Und dann versuche ich drei. Na, vielleicht kann ich zwei hier ins T3 im Trocknen hinbekommen. Da fahre ich dann nicht die Rennstrategie, wobei, es wird ja im Rennen eh nass sein, aber, wann fahre ich die denn? Ich fahre jetzt erstmal raus und mache mir weiter Gedanken. Nee, noch nicht raus. Ach so, ja. Ist ja hier drüben. Autoeinstellung. Erstmal die hier. Flügel. Ja, die Gerade, die ist mir bewusst. Die Strecke ist gerade ziemlich leer. Jede Menge Platz. Und dann habe ich aus Silverstone gelernt. Wagen höher stellen. Meinetwegen auch zwei Klicks Unterschied und ziemlich hoch. Gut, dann gehen wir mal so raus auf die Piste. Was sagen die Teamziele? Sektor 2, 3 beständig DRS-Test und 5 Kurven aneinander rein. Blaue Reifen, raus. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Die Strecke ist nass. Verschaff dir ein Gefühl für die Bedingungen, bevor du richtig Gas gibst. Wird ein sehr schwieriges Heimrennen. Also, bei Renault fahre ich. Gut zu wissen. Und wieder ist Force Feedback drin. Ach ja, mittlerweile gibt es Update 1.09. Und wie bei Update 1.08 gibt es nur, zumindest hat Codemasters das so geschrieben, nur Verbesserungen, Änderungen beim Mehrspielermodus. Finde ich persönlich natürlich ziemlich kacke. Weil es gibt einige Probleme im Einzelspielermodus. Aber ob die KI da noch irgendwie verstellt wird, ich sag mal draufrasseln sowas, wage ich mal stark zu bezweifeln. Aber da ich den Mehrspielermodus sowieso schon seit Urzeiten ziemlich kacke finde, freue ich mich auch nicht über Updates. Dem einen oder anderen da draußen von euch wird es bestimmt anders gehen. Aber ich finde ihn so schlecht umgesetzt, den Mehrspielermodus. Wagen lässt sich bisher nicht verkehrt fahren. Also hat man keine Auffälligkeit festgestellt, wie, oh Gott, es geht ja gar nicht. Hab ja auch eine gewisse Erfahrung, Fahrzeughöhe, im freien Training von Silverstone gemacht. Ob der zweite Gang nicht zu niedrig ist, muss ich mal schauen. Also eine tolle Startplatzierung wäre sehr, sehr wichtig. Also auch in Q2 die weichesten Reifen. Immerhin kommt gar niemand mit DRS daher. Fällt natürlich auch hier im freien Training bei der Streckenakklimatisierung flach. Das war zu hart, damit wird man sich entscheiden. Im dritten Gang kommt das Heck rum. Ganz langsam kommen werde ich wohl ERS deaktivieren. Bei sowas, wo ich jetzt gleich hier im Motodrom nicht groß umschalten werde, werde ich wohl auf Mittel fahren.
geblieben. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst und mehrere Kurven hintereinander meisterst. Zu weit innen. Fühle mich auch zu weit innen. Mal wieder. Weil das einfach nicht meine Rennlinie ist. So, immer noch nicht optimal angebremst, aber besser als letzte Runde. Noch 15 Minuten, bis der Starkregen in leichten Regen umschlägt. Aber ich will den Regen gerade mitnehmen. Weil der nun mal auch im Rennen so auftreten wird. Scheiße. Aber das macht schon wieder Spaß im Regen fahren. Auch wenn es erstmal heißt, oh oh, Regen, aber es macht einfach Spaß. Jetzt mal davon abgesehen, wo wir uns eventuell platzieren könnten. Es macht einfach immens Laune, den Wagen bei Regen zu kontrollieren. Und das Schöne ist auch ganz nebenbei, es gibt kein beschissenes DRS. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Ohne die DRS-Punkte wird es natürlich schwierig, hier auf Liga zu kommen. Weil DRS deaktiviert ist. Ist so jetzt gar nichts. Als wieder etwas zu spät gebremst, habe ich dann schon, bevor die Räder blockiert haben, gemerkt. Na, ich werde hier weiterhin bei besonderen Kurven, wo nicht direkt eine weitere Kurve folgt, auf keine ERS schalten. Wenigstens wird das Qualifying nicht nass sein, weil sonst wird es mit den Reifen echt eng werden. Da dürfte ich mir praktisch gar nicht fahren im freien Training erlauben. So wie ich es jetzt schon vorhabe, Einsatz der blauen, Einsatz der grünen Reifen. Und mehr auf keinen Fall, weil die bräuchten wir dann für das Rennen und fürs Qualifying. Und selbst dann wird es eng werden. Abgeschlossen. Programm abgeschlossen. Wir können mit den Ergebnissen arbeiten, aber du kannst das definitiv besser. Du solltest es nochmal versuchen. Das heißt, nutzt zu sehen, dass ich hier schneller fahre mit freier Fahrt, also mit freier Linienwahl. Vielleicht mal so eine Sekunde gefunden. Trotz Quersteher. Hier könnte ich auch noch höher den Strom einstellen, aber brauche ich gerade nicht. Ist ja bloß das Freitraining. Das würde ich im Rennen dann anders machen. Okay, du musst dann die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Hier gehe ich jetzt mal bloß auf niedrig. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Der 33er bisher. Ich werde aber gleich nochmal rausfahren, denn war nochmal Starkregen angesagt im restlichen freien Training. Ich wusste es gerade gar nicht.
Denn wenn, dann sollte ich diesen Reifensatz hier schon mal gut befahren. Wenn ich den schon mal angerissen habe. Ich hoffe, ihr könnt das freie Training heute komplett sehen. Hängt aber nicht an mir, hängt vor allem am Spiel. Der Starkregen wird noch 10 Minuten dauern und dann in leichten Regen übergehen. Also, stellt euch vor, wir hätten ein komplett nasses Qualifying. Ich könnte im freien Training vorab nicht diese Reifen testen. Ich müsste mir die 3 Reifensätze auf jeden Fall fürs Rennen aufsparen. Und fürs Qualifying. Also mit nur 3 blauen wäre das Qualifying und das Rennen nass, könntest du nicht im freien Training fahren. Das ist so bitter, diese blöde Reifensparerei. Aber ich wollte mir nochmal die Zeit anschauen. Ist erstmal notiert. Dann fahre ich gleich nochmal raus. Nochmal kurz aufs Wetter geschaut. Nochmal Starkregen. Ja, gegen Ende von T3 haben. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,33,3. Da es im Rennen ja eh das Wetter geben wird, fahre ich mal die Rennstrategie auf diesen Reifen. Wobei im Rennen soll es ja auch überwiegend mit Inters zugehen, oder? Eins drüber. Nur die ersten Minuten. Dann fahren wir den ersten Stint sowieso auf frischen Blauen und gehen dann auf Inters. Okay, dann spare ich mir das jetzt. Dann fahre ich auf Inters dann die Rennstrategie. Und das Qualifying-Tempo dann bei Trockenheit. Regenreifen, genau. Fertig, bereit. Das Kürzel oder der Buchstabe B für blaue Reifen steht schon für die eisblauen Reifen. Wobei, da könnte ich eigentlich E benutzen, wenn ich mir die Zeiten notiere. Jeder Buchstabe soll nur einmal vorkommen. R ist für rot, nicht für rosa. So ganz nebenbei. Und dann gibt es ja noch 2 blaue Reifen. Einmal in trocken, eisblau, und einmal hier dunkelblau als Regenreifen. Bei den Inters ist es sowieso klar. Da ist mein Kürzel für Inters einfach das I. Ich glaube, ich bleibe hier im dritten bei der Mercedes-Tribüne. Die hieß dieses Jahr schon gar nicht mehr Mercedes-Tribüne, oder? Auf jeden Fall hat Mercedes die Partnerschaft nicht weiter fortgeführt. Ob jetzt ab 2019 oder jetzt schon, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Hier ist mir der dritte Gang auch lieb. Untersteuern verspüre ich den nicht, also kann man den durchaus fahren. So, Reifenliebhaben und schnell fahren. Ich werde dich auf der Geraden gleich mal Strom hochstellen. Höher als bisher. Halbe Sekunde Vorlauf, die Reifen sind schon fast leer. Schädelpunkt verpasst. Jetzt kam der Wagen etwas rum, es lag, glaube ich, mit meiner Anfahrweise zusammen.
Sollen wir am 6. bleiben? Na, der 5. ist aber nicht verkehrt. Das verbraucht der Reifen, aber gleichzeitig spare ich auch Reifen. Schön. Jetzt schon fast 3 Sekunden schneller als in der letzten, in der bisher schnellsten Runde, sagen wir es so. Und 1,5 Sekunden Vorlauf auf die Delta-Zeit, das wird. Jetzt habe ich aber zu weit außen angesetzt, die Kurve. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage. Ich zeige dir die Zahlen. Wir als Renault dürften uns überhaupt nicht beschweren über diese Bedingungen. Die sind nämlich gerade wie gerufen. Kommen die. Na gut, jetzt muss ich nicht auch hochgehen. Wir kommen jetzt eh rein. Wer zerbricht? Der Regen lässt in etwa 5 Minuten nach. Leichter Regen in 5 Minuten. Ob gerade Intermediates oder Regenreifen besser sind, ist schwer zu sagen. Also die Regenreifen fahren sich gerade gut. Ja, lag auf jeden Fall an meiner Fahrweise, wie ich da letzte Runde durchgekommen bin durch die Kurve. Ja, was will ich denn mit dem zweiten Gang hier? Damit kommt dieser Schlenker auch zustande. So, hier will ich den 5. benutzen. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. In. Aktuell stehen wir vor Verstappen und hinter Ocon. Ja, die Red Bull müssen echt nach den vielen, vielen nassen Sachen. Ich sag nur Ungarn, Deutschland oder auch Spa. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Müssen sehr kleinlaut sein. Was ja, wir sind im Regen eine Macht angeht. Ja, eine Macht waren sie, aber eher eine Untermacht. Dafür, dass Red Bull immer sagt, ja, wenn wir Regen haben, dann sind wir absolut siegfähig. Und gerade bei diesen drei Strecken, bei diesen drei Rennwochenenden hat es in den entscheidenden Phasen geregnet und Red Bull war nirgendwo. Wenn es jetzt eh gleich besser wird, die Inters und die Regenreifen geben wir eh nicht ab. Der Regen in etwa 5 Minuten nachlässt. Leichter Regen in 5 Minuten. Also die Rennstrecke will ich auf jeden Fall im Nassen fahren, das hier im Trocknen. Dann fahre ich die beiden in T2. Machen wir es so. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hamilton, Vettel und Valtteri Bottas. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Mist, habe jetzt gar nicht geschaut, was Hülkenberg bisher gedreht hat, wenn er überhaupt was gedreht hat. Aber meine Zeit kann ich mir erstmal notieren. Die einzige Bestzeit auf blauen Reifen. Ist notiert. Und dann geht's weiter. Also hier kann ich schon mal nichts umstellen. Optionen. Über 200, schön. Zeit für Inters, Benzinmanagement und raus. Alles fertig, wir sind bereit. Strom werden wir massiv sparen, denke ich. Wenn ich beim Anbremsen auf keine Erststelle und dann beim Herausbeschleunigen auch noch da bin und im letzten Sektor auch auf niedrig fahre, vielleicht zwischendurch mal auf hoch auf der Geraden Paraboliker raus zur Spitzkehre. Aber mal schauen. Hey, Regentropfen, versperr uns nicht die Sicht.
Das heißt, gehen die Kurven allgemein schneller, weil wir mit Inters unterwegs sind und die Inters gerade gut sein sollen. Ja, das Anbremsen geht schon mal bedeutend besser und auch später. Jetzt erstmal wieder nichts verstellen. Jetzt nehme ich noch Dreck in die engen Kurven mit. Super. Ja, das Wasser sollte da auch recht schnell waschen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses Benzinspann auch so Pipifax-mäßig geht. Beim Reifenmanagement hatten wir einen dicken Vorsprung. Raus kommt erstmal niemand. Schon mal 13. Vorlauf. Den dritten will ich ja nicht probieren. Es gibt dann, glaube ich, zu viel Untersteuern. Wobei im freien Training kann ich sie gut mal ausprobieren. So, Vorsprung ist noch minimal vorhanden. Man merkt, wie wir auf der Geraden verlieren. Reingelenkt. 1,5 Zehntel Rückstand beim Herausbeschleunigen jetzt Zeit gewonnen. Zeit gerade grenzwertig. Gucken wir, wie die engen Kurven jetzt liegen im Vergleich zur Zielzeit. Wird der sechste Gang langsam eine ernste Option. Eingangsmotodrom. Na, knapp geschafft. Ein Zehntel Vorsprung. Okay, aber da geht noch wesentlich mehr. Nicht locker lassen. Da muss noch mehr Benzin gespart werden. Jetzt mal der fünfte Gang statt zuvor der sechste. Auf die eigene Bestzeit 7,8 Hundertstel Vorsprung. Jetzt werde ich mal mehr lupfen am Ende der Geraden. Mehr ist gut, jetzt fange ich mal an zu lupfen. Ganz besser wischt, aber zu weit rausgekommen. Viel knackiger reingefahren. Benzin fast lila. Zeit minimal Vorsprung. Drauf zu schauen, sehe ich, dass Sprit lila ist. Es muss die Zeit passen. Zehntlich noch Vorsprung. Jawohl, das wird. Erstmal absolute Bestzeit. Mit Betonung auf erstmal. Halbe Sekunde schneller. Zu schnell rein. Kostet jetzt besonders in der Kurve Zeit. Aber eine Sekunde insgesamt rausgeholt. In der bisherigen Runde.
Hier war ich vorhin richtig gut, es war jetzt gefühlt richtig langsam. Zumal der Wagen beim Ausgang noch unruhig wird. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Boah, ich fahr die Runde noch. Macht grad Spaß. Jetzt bleib ich auch mal im vierten. Komplett hier hinten. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Schön reingefahren. Nochmal eine Viertelsekunde gefunden. Eingang ist verloren. Kurz gewonnen, aber viel zu weit nach außen gekommen. So, jetzt aber wirklich Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Besser als letzte Runde erwischt die Kurve. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Zu spät angefahren, die Kurve. Macht einen Spaß. Regen ist toll. Wenn man dann auch noch konkurrenzfähig ist, umso besser. Schöne Zeit. Wandern hinter uns. Zeit ist notiert. Dann können wir gleich noch das Stromsparen fahren. Ich denke mal, das geht auch klar. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 26,6. Frag mich gerade, haben wir vorhin den gleichen Satz, der... Nein, wir haben den auch angefahren. Naja, Schutzschicht abgerubbelt. Jetzt wollte ich gerade sagen, habe ich vorhin überhaupt die angefahrenen ausgewählt? Das wollte ich nämlich jetzt machen. Nein, habe ich nicht. So, Intermediates, aber nicht die 9. Bereit? Schon. Mal. Wieder. Wobei, ich trinke noch was. Eine dicke, fette Frankreich-Fahne da vorne. Ich hoffe, die steht für Renault. Nicht für Grosjean oder Pierre Gasly oder Esteban Ocon. Ja, die Batterie ist halb voll, aber im Grunde ist sie fast voll, weil sie nicht mehr die Gesamtkapazität hat, die sie haben sollte. Hinter mir. Bottas hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,27,0. Knappe 4 Zehntel hinter uns. Das heißt knappe, ich weiß ja nicht, wie viel Hundertstel er darauf hat. Deswegen einfach mal 4. Und dafür, dass wir mit der gleichen Reifenmischung fahren, nicht weicher, nicht härter, das sind die grünen Reifen. Nicht schlecht. Für den Moment.
Ich hoffe, dass wir auch weiterhin gut durchs Rennwochenende kommen werden. Jetzt darf ich wieder mit RS spielen. Wurde mir beim Benzinsparen leider mal wieder verwehrt. Balken rot. Viel Vorsprung habe ich nicht an Zeit, zumal ich gerade verliere auf die Zielzeit. Ich bleibe jetzt einfach mal auf keinen ERS. Wer weiß, wie viel ich im letzten Sektor spare. Wobei, jetzt ist die Zeit eher ein Problem. Wobei, knappes Zehntelchen nur. Jetzt fahre ich eher auf niedrig. Eingangs passt die Zeit nicht, aber durch die Kurve passt sie wieder. Oh, wo ist denn der ganze Strom hin? Rot? Hä? Okay. Das reicht nicht. Verwende Modi mit weniger Energieeinsatz, um über die Runde zu kommen. Das mache ich in dem vierten Gang. Wo ist denn der ganze Strom hin? Ich habe jetzt natürlich nicht hochgeschaut, aber der war ja voll im roten Bereich. Der war ja vorhin doch gut lila. So, 500. Vorsprung, es wird schon wieder weniger. 7/10 auf die Bestzeit Rückstand. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Immer noch Jeff. Viertelsekunde Rückstand. Und 2000. Zehn Rückstand. Ich habe jetzt nicht die Muße, oben auf den Balken zu schauen, aber es geht schon wieder flöten. Schaut mal, der Balken da oben wieder abhaut. Anderthalb Zehn Rückstand, das wird wohl nichts mehr. Na toll, das ist im roten Bereich. Ei, was man hier hinten im letzten Sektor fährt, ist doch abnormal. Okay, dann benutze ich jetzt gar keinen ERS. Nimmt das Spiel an, fährt die KI da im letzten Sektor komplett ohne ERS. Ich fahre da aber auch ohne ERS und der Strom geht in den Keller. Das ist seltsam. Gut, dann hoffe ich, dass der Balken da oben im Hintergrund weiterzählt. Wenn ich jetzt, sage ich mal, grob gesagt, eine Stromeinheit spare, dass die auch weiterhin oben gezählt wird, auch wenn die so nicht angezeigt werden kann. Muss ich mich aber auf die Zeit konzentrieren. Wer weiß, was ich im letzten Sektor an Strom verbrauche. Jetzt geht der Balken ja schon wieder nach links. Ich dachte, ich habe eine dicke Reserve für den letzten Sektor, aber nein. Scheiße. Ja, es wird nichts über Grün, können wir nicht hinaus. Schade. Das ist aber krass. Man gibt kein ERS in der Runde aus und verliert trotzdem. Man schafft es trotzdem nicht auf Lila. Was könnte man noch machen? Man könnte die Kurven, die langsamen Kurven, zum Beispiel die Spitzkehre, wo man ganz viel Geschwindigkeit voraufbaut, könnte die noch stärker anbremsen. Aber da ist nicht mehr viel Spielraum. Ich war ja schon zeitoptimiert. Und zeitoptimiert ist sehr stromsparend, wenn ich hart in die Eisen gehe. Fährt er mir wirklich noch in die Karre? Das habe ich jetzt erwartet. Die weiße Linie hört auf. Ich bin neben der KI. Was macht sie? Sie fährt mir in die Karre. Jetzt fahr weg, du Blödmann.
Also das war jetzt interessant, was Strom angeht. Dürfte uns im Rennen nicht wirklich interessieren, denn da werde ich pro Runde genug Strom überhaben, um auf den Geraden richtig viel raushauen zu können. Aber dennoch sehr interessant, was ich im letzten Sektor verloren habe. Moment, kann das vielleicht an meinem Speicher liegen? Wäre es jetzt für mich einfacher gewesen, wenn der Energiespeicher noch ziemlich gut wäre? Wenn also der weiße Balken unten bei der Gesamtkapazität, wenn der gelbe Balken unten bei der Gesamtkapazität kleiner, Boxenstopp in dieser Runde, beziehungsweise gar nicht vorhanden wäre, ich würde meinen, könnte durchaus sein. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Noch sind wir auf der 1, Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 26,9. Oh, ein Zehntel schon angekommen, jetzt sind es noch 13 hinter uns. Naja, wenigstens auf Grün das Sprit sparen. Nein, das Stromsparen geschafft. Gerade jetzt mit keinem ERS-Einsatz hätte ich da mit was anderem gerechnet. Dann werde ich vielleicht auf Nummer sicher gehen und beim nächsten Rennen dann im freien Training eine bessere Batterie. Ja. I need a better Batterie einbauen. Damit ich da überhaupt gar kein Risiko eingehe. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,26,6. Rennstrategie will ich noch fahren. Auf den grünen Reifen. Wie lange ist es noch so? Ja, reicht aus. Dann machen wir das jetzt. Autoeinstellung hatten wir nicht, ne? Ja. Passt. Gut angefahrene Inters. Alles klar. Jetzt liefern wir Daten für eine Rennstrategie bei Regen. Finde ich gut. Sonst ist gerade keiner, wobei jetzt biegt gleich jemand in die erste Kurve ein, das ist ein Toro Rosso. Ob das der gleiche ist? Ich war gefühlt aber länger drin als eine Runde. Länger als 90 Sekunden? Hm, könnte doch auf einer Runde hinauskommen. Egal, nicht weiter wichtig. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Rennstrecke auf Grün schaffen. Mindestens. Ah, die letzten beiden Programme wirkten doch ganz schön schwierig, was die Zeit angeht. Wobei die Zeit, ja, war immer noch eng. Gerade eben beim Stromsparen, aber da war vor allem die Stromsparanzeige der Knackpunkt. Ich lasse den mal hinter mir. Am Ende hole ich auf und dann habe ich ein Problem mit einem Wagen vor mir. Wir sind ja gerade zeitenschnellste auf dem Tableau. So, jetzt versuche ich schon mal einen guten Fluss in den letzten Sektor reinzubekommen. Also, volle Pulle fahren. Wagen versetzt leicht bei der vorletzten Leichtskurve. Und los geht's. Jetzt kommt jemand raus, das ist ein McLaren. Ich glaube, das Windschatten am besten ist vor allem gleich vorbei. Ich glaube, das mit dem Vorbeilassen kann nicht knicken. Der macht ja 0,0 Anstalten. Wobei, jetzt fährt er zur Seite. Ja, der geht sogar eher an die Bremse. Schön. Okay, ist ja doch nicht nur blöd, wenn ich da an den Boxenausgang vorhin denke. Und das hat 10 auf den Sprung. Sehr schnell reingefahren, etwas zu schnell, kommt zu weit nach außen.
Halbe Sekunde Vorlauf. Reifen hat ganz schön lange gequetscht. Ich komme auch etwas weiter außen. Aber die Runde passt zeitlich. Gut. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Halbe Sekunde auf die Zielzeit vorne. Fast zeitgleich mit der aktuellen Bestzeit. Sind hier besser reingekommen? Ich vielleicht rum, weil ich zu spitz gefahren bin. Anderthalb Zehntel noch voll auf die eigene Bestzeit. Jetzt lasse ich mir etwas mehr Abstand zum Randstein. Und komme hier gefühlt auch besser durch. Hat 2 Zehntel gewonnen. Kimi jetzt hinter uns. Wir bekommen großartige Daten. Ja, 2000. Das kostet mal locker 2 Zehntel. Sechs Zehntel auf die eigene Bestzeit Rückstand. Nicht so schön. Gesagt, in 5 bis 10 Minuten hört der Regen auf. War das nicht schon beim letzten Trainingsprogramm so mit den 5 Minuten? Eine Sekunde auf die Bestzeit Rückstand. Das nennt man konstant. Schlecht. In dieser Runde. Aber ja, da hinten bei der Autobahn wirkt es schon etwas heller. Oh Gott, das kostet richtig viel Zeit. Aber auf die Zielzeit noch gute 7 Zehntel Vorsprung. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Da fahre ich noch weiter. Wie nicht unüblich. Immer schön am Lenkrad spielen. Sehr früh angebremst, damit bekomme ich die Kurve aber auch locker. Aber Zeit verlässt. Jetzt nehme ich die Kurve etwas zu spitz. Zwei Zehntel noch Rückstand. So, letzte Runde, Runde 5. Tolle Leistung bis hier. Wir kommen großartige Daten. Bleib. Oh, das war etwas rutschig auf dem Randstein.
zwei denn? Mist. So, jetzt wieder etwas später angebremst, das letzte Runde. Das ging jetzt nicht so gut. Und 1,5 Zehntel Rückstand. Aber der Wagen liegt super, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Die Reifen sind ja schon recht alt, ne? Das auch noch so nebenbei. Ja, mal kurz, der zweite war jetzt der Genickbrecher für den Ausgang. Das war vielleicht für die Durchfahrt mal kurz nicht schlecht, aber das hat mich ganz schön aus dem Tritt gebracht. Zehn Rückstand. Es regnet gerade nicht, Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. In Terminien sind im Moment die schnellsten Reifen. Immer noch. Fahrer hinter mir. Zeit beträgt 1 Minute 26,6. Update beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,26,4. 2 Zehntel schneller. Ein Vorsprung auf den zweiten verloren, aber auch ein etwas schnellerer Fahrer liegt jetzt hinter uns. Kimi vor Bottas. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Boxenstopp in dieser Runde bitte, Boxenstopp in dieser Runde. Gut, haben wir das Abfangen in dieser Kurvensektion auch mal geübt. Das hat super funktioniert, war aber so nicht geplant. Kann ich das noch angucken? Nö, will ich nicht. Ich will es mal so stehen lassen. Gleich mal die Zeit notieren. Und Hülkenbergs Zeit kann ich auch gleich mal notieren. Das erste Mal an diesem Rennwochenende. Ah, die letzten beiden Runden recht konstant. Die schnellste war aber Runde 2. Ich glaube, Hülkenberg ist auch gerade reingekommen. Oh, Ricardo vor uns auf Inters. 4 Zehntel. Dann hat er die gute Strecke besonders ausgenutzt. Und unsere Reifen sind am Ende. Ja, toll, Hülkenberg. Vielen Dank dafür. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Neue Reifen sollen über 5,5 Zehntel schneller sein. Dann sind wir aber hier erstmal durch. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Raikkonen, Ricciardo und Valtteri Bottas. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Oh, Hülkenberg ist nochmal gefahren. Also keiner war schneller als... Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Das ist Claire nach T2. Können Sie Ihrem Rivalen noch etwas beibringen? Ganz sicher nicht. Also klar, wir können voneinander lernen, aber ich sehe mich nicht als Lehrmeister von Nico Hülkenberg. Geht's noch? Werde ich nur noch ganz schön eingebildet. Wir haben beide voneinander gelernt. Diese Rivalität bringt uns beiden etwas. Auf jeden Fall. Wie fährt sich das Auto im Regen?
Machen Spitze. Sie sich irgendwelche Sorgen im Hinblick auf Rennen und Qualifying? Aktuell nö, der Wagen liegt super. Der Wagen lässt sich sehr gut steuern. Das Team hat einen großartigen Wagen für alle Bedingungen erschaffen. Für alle nicht. Ich sag einfach, der Wagen liegt sehr gut. Er hat sich sehr gut steuern lassen. Das stimmt auf jeden Fall. Danke für den Kommentar. Selbstdarstellung erhöht. Der Wagen hat sich sehr gut steuern lassen. Option. Nee. Da stand doch nicht, ich habe den Wagen sehr gut steuern können. Oder irgendwas anderes selbst dargestellt ist. Na egal. Das war auf jeden Fall eine tolle Antwort. Und darauf kommt's an. Trockenreifen. Die Ultras. Wir haben jetzt noch die gelben. Wir haben noch gar keine Trockenreifen verballert. Die roten werden ausgelassen. Das finde ich gar nicht gut. Aber hey, im Qualifying können wir durchaus die Lilas verwenden, denn in Q2 soll ja zu Rennbeginn nass sein. Ziemlich nass. Alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Womöglich werde ich die drei Runden brauchen, denn jetzt heißt es erstmal dieses im nassen Fahren loswerden. Und zwar in spätestens 2 Runden muss das weg sein. Gut, ich wollte mich nochmal vergewissern, bei welchem Team ich fahre. Jetzt weiß ich es wieder. Wir kaum Zeit, was umzustellen, weil es gleich rausgeht. Upsala. Deswegen werde ich jetzt die Runde schon Vollgas fahren. Gab es hier eine dritte DRS-Zone? Gab es bei Stadt Ziels eine? Ich weiß es gerade gar nicht. Stadt Ziels ist keine DRS-Zone geworden in echt, oder? Na, wir werden es ja gleich sehen. Oh, Grip. Deswegen den Scheitel. Voll überfahren. Letzter Bericht. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Gut, der zweite war schon im Nass nicht gut, dann ist der jetzt noch nicht gut. Boah, wie der Wagen sich hier steuern lässt. Dabei ist es einfach nur trocken. Boah, die Kurve ist ja auch spitze. Oh Gott, auf das Infield freue ich mich jetzt. Na, ist etwas weit außen, aber. Hier kannst du aber fast Vollgas gehen. Das ist wieder nicht so schön. Wenn du noch mit dem Gaspedal spielen musst, ist es am besten. Yeah, der S-Test erstmal nicht bestanden. Gott, gar nicht bekommen. Noch Rückstand. Und es wird immer mehr. Wie der Wagen sich hier reinbremsen lässt. Genial. So war jetzt nicht ganz Vollgas drin. Hier geht wirklich Vollgas in den Kurven, krass. Was für Abtriebsmonster dieser Wagen. Gut gemacht, diese Runde unterbietet unsere primäre Zielzeit. Ups. Auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aktuell sind wir 11, denn das Ziel ist die 11. So viel Strom habe ich jetzt nicht mehr.
Und ich will ja Lila erreichen. Wieder kein Vollgas drin gewesen, dafür bin ich auch etwas falsch gefahren. Boah, der Eingang war ja spitze. Hier geht einfach Vollgas. Beim Ausgang aus der Sachskurve. Und damit haben wir Lila. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Das Ergebnis ist aktuell die 7. Okay, die Runde muss ich auch nochmal vollfahren. Natürlich jetzt nicht mit Sprit und Strom voll, aber die Kurven so weit am Limit. Das macht ja echt Laune. Das Infield war ja schon immer spitze, aber das geht ja jetzt richtig schön. Wobei mir dieses Vollgas da aus der Sachskurve heraus, das links-rechts ist mir zu krass. Da würde ich viel lieber mit dem Gas spielen. Das Limit zu fahren ist da ziemlich einfach, weil ich trete voll auf den Pinsel und lenke halt dabei. Und vorher noch mit dem Gaspedal spielen, das war da immer sehr, sehr schön. Aber es ist schon mal beeindruckend, wie da Vollgas einfach geht. So, nochmal genießen. Boxenstopp in dieser Runde. Na, das war nicht so gut. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Der Wagen hier in der Sachskurve leicht zittert, aber dennoch voll wie auf Schienen bleibt. Ups, Kiesbett, hallo. Aktuell sind wir vor Verstappen. Zeit notiert, 1:16:04 auf Lilas und Hülkenberg. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das war aber ein schöner Abschluss. Mal gucken, was geht. Und da ging echt viel. Ich stelle mir gerade das Rennen auf dem alten, tollen Hockenheimring vor mit diesem Renault. Mit dem vollgasschwachen, höchstgeschwindigkeitsschwachen Auto. 16,4. Bitter, bitter böse wäre das. Sektor 2 hat gefehlt, Mist. Und damit sind es 310 von 325 Ressourcenpunkten. Hülkenberg hat noch gar keine Zeit, ne? Fährt jetzt zum ersten Mal raus. Will ich irgendwas verändern? Nö, Setup passt. Benzin werde ich später einstellen. Ah, Teile wechseln. Oh. Diesmal 2 Sekunden, bevor ich gedrückt habe, noch dran gedacht. Nicht wie eine halbe Sekunde nach dem Drücken festgestellt. Oh, oh. Wobei, ich könnte es ja noch vom Qualifying ändern. Das geht ja beim Arbeitsplatz. Nehme ich die 8%igen Teile. Also den Verbrennungsmotor in dem Fall. Hier nehme ich auf jeden Fall die 28. Und hier auch die 8. Was ist das, der Turbolader? Ja, bei so einem Regenhahn können wir den noch verwenden. Hat ja nur 50% drauf. Natürlich muss der Energiespeicher wieder raus. Welchen nehme ich denn jetzt? Ach komm, machen wir bei dem einfach mal der Reihe nach. Kann dich die T12 kalt erwischen. Diese erste Kurve von Sektor 3 ist eine schnelle Rechtskurve, die dich ins Motodrom bringt. Du musst hier früh und sauber einlenken und viel vom inneren Seitenstreifen mit einbeziehen. Du solltest guten Grip haben, wenn deine Linie stimmt. Also kannst du früh aufs Gas gehen. Und du musst außen praktisch ein Kieskorn mitnehmen. Dann bist du genau am Limit. Oder du fährst so knapp an der Kante vorbei, berührst das Kiesbett aber nicht, aber durch den Sog wirbelst das Kies hoch. Gut, dann sind wir jetzt wirklich durch.
Ich hoffe, ihr habt das Freitraining gesehen. Es war jetzt nicht lehrreich, aber im Sinne von, habt den Wagen besser verstanden, beziehungsweise vom Setup etwas mehr verstanden. Heute war es einfach Strecke kennenlernen bei Nässe und das war Gold wert. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Ricardo, Raikkonen und Valtteri Bottas. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Oh, wir wurden kein einziges Mal genannt, oder? Jetzt knapp an der 3 vorbei. Ricardo, Kimi, Bottas und dann wir. Ein super duper freies Training. Im trockenen Fahren macht sehr viel Laune, aber die nasse Piste ist etwas interessanter und steht dem Fahrspaß in nichts nach. Ach, es wird hoffentlich ein tolles Heimrennen und hoffentlich kein unerwarteter Absturz nach hinten. Dafür heißt es auch zusammenreißen und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.